Herzlich willkommen bei Folge 38 von Fallout 4. Ich bin momentan erkältet. Gestern habe ich mir die Seele aus dem Leib gehustet, deswegen habe ich auch keine Aufnahme gemacht. Aber ich habe schon mal die folgenden Aufnahmen vorbereitet. Wir sind ja gerade auf Wackelpuppenjagd. Das heißt, ich habe schon mal Orte freigeschalten, an denen es Wackelpuppen gibt. Da kann ich jetzt dann hin schnell reisen. Wo war der nächste Ort? Hier oben ist noch eine Galerie Pikmin. Und wir werden heute die Parson State Irrenanstalt aufsuchen. Da habe ich sogar eine Quest für bekommen. Und ansonsten hat sich hier einiges getan, auch in dieser Siedlung. Wir sind hier in dieser Fischerei. Ich habe hier nochmal die Fläche vergrößert. Hier hinten, also um diesen Teil, dieser drei Felder. Wegen dem Gelände geht das hier gerade nicht wirklich besser als so. Da ist nämlich ein Felsen. Und das sieht sehr seltsam aus. Deswegen habe ich das jetzt nochmal so gemacht. Das ist groß genug. Gut. Und wenn wir schon dabei sind, gehen wir mal die Veränderungen durch. Eine große Veränderung hat es in der Burg gegeben. Da hatte ich euch ja in einer der ersten Folgen mit der Burg, also wo man das erste Mal zur Burg hin sind, was waren das? Folge 25 rum, ich weiß es nicht mehr so genau. Da habe ich euch ja gesagt, wir werden die Burg mit normalen Spielmitteln wieder instand setzen. Und da habe ich schon angefangen damit. Und das zeige ich euch jetzt gerade mal. Also momentan habe ich einen Hustenblocker laufen. Ansonsten würde ich euch dauernd ins Mikrofon husten. Mal ganz kurz gucken. Achso, falls ihr übrigens wissen wollt, wie viel Kronkorken ihr in allen Siedlungen insgesamt habt, dann könnt ihr das in diesem Menü tun. Bei den Läden. Da seht ihr hier einen Kronkorken. 483 haben wir und 300 braucht man. Also da könnt ihr den Gesamtbestand, weil nämlich die Kronkorken in dem Fall als Rohstoff verwaltet werden. Und dann werden die Kronkorken aus allen Siedlungen zusammengezählt, die mit dem Verkehrsnetz verbunden sind. Ja, und das hier habe ich gebaut. Wir schauen uns das mal von vor der Burg an. Also das habe ich offscreen gebaut, weil das war ziemliches Gefummel. Das wäre zum Zuschauen ein bisschen langweilig geworden. Aber deswegen zeige ich euch nur das fertige Ergebnis. Bis ich da eine gerade Linie gehabt habe mit der Basis hier unten, das ist schwieriger als es ausschaut. Und ja, außerdem musste ich noch sicherstellen, dass das groß genug ist, dass man da durchlaufen kann. Also auch meine Wachen und die Karawanen. Das funktioniert auch. Und jetzt schauen wir uns das mal von innen dran. Da habe ich also schon Betten stehen und auch schon Aufenthaltsraum, Möbel sind da hinten. Die Wand da hinten, die ist nicht so schön. Ich weiß nicht, ob ich das noch besser hinkriege. Kann sein, dass ich damit leben muss. Da sieht man nämlich den nackten Schutt. Wir haben ja praktisch die Bauelemente direkt in den, ja, in den Hügelberg oder ja, in den Schutt reingebaut. Das schaut dann von oben so aus. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Ich wünschte, nein, ich suche keinen Ärger. Würde sie daran erinnern. Und hier habe ich aufgefüllt mit Betonplatten. Man sieht den Schutt noch, aber das stört nicht weiter. Die Wachen können da durchlaufen, das kriegt die hin. Und außerdem gibt es hier noch einen Weg, dass man nicht immer durch die Wohnung stapfen muss. Und ja, da oben, da kommt dann natürlich auch noch Verteidigung hin. Da hatte ich aber das Material nicht mehr. Also so kann man auch ohne Mod die Burg instand setzen und mir taugt das. Wir werden das da drüben auch machen, da ist ja noch ein Loch in der Wand und da wird es ein bisschen schwieriger werden. Da, jedenfalls, wenn es einigermaßen gut ausschauen soll. Dann habe ich hier mehrere Händler inzwischen platziert. Also ihr seht, es ist einiges passiert seit der letzten Folge. Wir haben jetzt hier, also den General Store hatten wir schon, Waffenladen haben wir jetzt hier. Den werde ich demnächst aufwerten, den Sanitäter. Den bauen wir dann einen besseren hin, einen, der mehr kann und ein besseres Sortiment hat. Also ich glaube, ihr merkt, meine Stimme ist nicht so ganz fit. Ich kann es aber leider nicht ändern. Ich will trotzdem eine Aufnahme machen. Und hier
haben wir einen Rüstungshändler. Das ist das Sortiment, das ist also, das ist schon ein besserer Händler. Also es gibt einen einfachen, einen mittleren und einen großen Handelsstand, und das ist schon der mittlere. Das heißt, das Sortiment ist schon besser als die Billigdinger. Gut, so viel zur Burg. Dann unsere Brahmin-Zucht hier macht auch Fortschritte. So. Ich müsste hier echt mal einen Teleporterpunkt einsetzen. Wenn man das so nennt, dann Schnellreisepunkt. So schaut's jetzt aus. 1, 2, 3, 4. Müssten das nicht 5 sein, oder habe ich mich verzählt? 4. Es sind 4. Gut, der unbeschäftigte Siedler, der kümmert mich gerade nicht. Dann, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video... Da ist der 5. Der steht direkt im Weg, da sollte da eigentlich nichts stehen. Hier ist eigentlich irgendwie immer was los. Was ist denn das? Ein tollwütiger Garat hier. Normalerweise führen die sich nicht so auf. Gut. Also ihr seht schon, die zwei zwei Geschütztürme an der Stelle, die haben sich ausgezahlt. Ich habe übrigens einige meiner Karawanen mit einer Kampfrüstung ausgestattet. So viel, wie ich halt schon habe. Bestimmt hat dieses legendäre Viech irgendwas Interessantes im Inventar. Wo ist er denn jetzt? Der war doch hier irgendwo. Da. Da schau her. Kampfrüstung, linker Arm. Plus 1 Charisma und Intelligenz. Nicht schlecht. So, wenn mir mal Charisma fehlt, dann werde ich das Ding anlegen. Und dann habe ich einen Charisma-Punkt mehr. Gefällt mir. Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Also Wahnsinn, dem fehlen noch die linken Schulter, das sieht man, ne? Also so ganz vollständig sind sie nicht alle. Und jetzt mal ganz kurz schauen, Kronbacken, ob ich hier schon wieder was rausnehmen kann. Gut, dann in Sanctuary hat sich auch noch was verändert, das ich euch noch zeigen möchte. Ladebildschirm habe ich mit der Pause-Taste ausgeblendet. So, dann hier. Gibt schon wieder 50 Kronkorken. Sehr schön, läuft. Ja, das ist das Schöne mit den Siedlungen. Wenn ich hier mal hier seht ihr, da haben wir schon einen ordentlichen Marktplatz. Wir haben also einen Gemischtwarenhändler, Waffen, Rüstungen, Kleidung und eine Bar. Die Bar muss ich noch besetzen. Und da werden wir jetzt ganz kurz einen Abstecher machen und uns einen legendären Händler anlachen. Den schicken wir dann hierher. Und dann werden die Händler mal ein bisschen umgruppiert. Die Stühle hier werde ich wahrscheinlich austauschen. Die machen nämlich Probleme. Ich kann mich da komischerweise nicht hinsetzen. Da werde ich andere Modelle nehmen müssen. Aber schaut doch eigentlich ganz ordentlich und sauber aus hier, ne? Und dann hier noch eine Jukebox. Und gut, eins noch. Das Haus ist jetzt dreistöckig. Ich habe eine dritte Etage oben drauf gebaut. Da fehlt es noch an Möbeln, also da kann ich noch Betten aufsetzen. So, hier ist noch leer. Da ist mir dann das Material ausgegangen. Auch hier ein Badezimmer. Und oben habe ich dann Pflanzkübel hingestellt. Dort können meine Landwirte auf 6 Pflanzkübelfeldern Zeug anbauen, ohne dass sie groß in Gefahr geraten. Ja. Gut. Und jetzt machen wir einen Abstecher, holen uns einen legendären Händler und dann gehen wir jetzt die Sache mit der Irrenanstalt an. Nicht zuletzt wegen... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken.
Das ist die Charisma. Die Charisma-Wackelpuppe ist das. Wir gehen jetzt nach Longneck Lukowski Konservenfabrik. Die habe ich auch schon mal freigeschaltet für das, was wir jetzt machen. Dann fallen nämlich die Laufwege weg, wenn ich das alles schon mal erkundet habe. Und dann kann ich es mir auch leisten, euch auf die Änderungen hinzuweisen. Weil ich dann an der Stelle nämlich Aufnahmezeit spare. Gut, hier speichern wir. Und jetzt gehen wir da mal rein und normalerweise müsste, wenn ich mich noch richtig erinnere, jetzt gleich ein Gespräch beginnen. So, aus irgendeinem Grund kann ich die Händlerin nicht anwerben. Deswegen schneide ich diesen Teil raus. Bringt ja nichts. Und es ist ein bisschen blöd, einen ergebnislosen Teil des Videos drin zu lassen. Wir kehren zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurück, wenn ich weiß, woran es lag, möglicherweise am Charisma. Und wenn wir da drin waren, in der Irrenanstalt, haben wir ja einen gratis Charisma-Punkt mehr hinterher. Und dann kann ich es ja nochmal versuchen. So, wir sind hier in der Irrenanstalt. Ja, jetzt hätte ich fast vermasselt. Gut, ich könnte die Autos zur Explosion bringen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, ich werde jetzt das Video ein bisschen schneiden müssen. Wahrscheinlich schneide ich den Teil komplett raus, wo ich versucht habe, die Elite-Händlerin anzuwerben. Das hat nämlich nicht funktioniert. Und dann schneide ich es am besten raus. Wir kehren dorthin zurück, sobald ich weiß, woran es lag und Abhilfe geschaffen habe. Irgendwie scheint mein Charisma nicht auszureichen. So, da sagt nochmal einer, Schwerter sind nutzlos gegen solche Typen. So. So, wir gehen direkt in die Volle. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das war doch ein Judo-Wurf gerade, oder? War ich das oder war das mein Hund? Das ist gefährlich hier. Die können was. Köterkeule hinterher. Mein Hund ist da sehr hilfreich, muss ich sagen. Und Steampunk hinterher. Ja, ist ja gut. Was war das denn jetzt? Irgendwas ist hier gerade seltsam. So, die Kampfrüstung hätte ich gern. Dafür habe ich Verwendung. Okay, hier nicht. Hier haben wir keinen Bots zur Verfügung. Und tschüss. Naja, es geht auch so. Bald werde ich mal dazu übergehen müssen, mehr in meine Waffenfähigkeiten zu investieren. Ich habe mich nämlich bisher total auf die Verbesserung meiner Waffentechnik, also die Verbesserung meiner Waffen selbst, verlassen. So. Gut. Wir machen hier klar Schiff, bevor wir da reingehen. Was soll ich hier eigentlich tun? Ich habe doch eine Quest, ne? Finch Farm, Wochennachricht. Sunshine? Nee, auch nicht. Oder habe ich das jetzt... Offenbar habe ich das jetzt zufällig erledigt. Ich sollte wohl die Räder erledigen. Hätte ich vorher mal geschaut auf die Quest. Ich glaube, da hinten waren auch noch Gegner, wenn ich mich noch recht erinnere. Genau.
kurze Feuerstöße, das sind nicht so viel. Aber ich habe wieder ein bisschen 38er Munition gekauft. Jo, der hat's hinter sich. Wo ist er denn jetzt? Kronkorken, Kampfrüstung, Molotow. Ja, kann ich eigentlich alles brauchen. Bevor ich rein. Da drüben war, glaube ich, ein wichtiges Dokument. Da muss ich mal reingucken. Oder spielt mir da meine Erinnerungen Streich? Ne, da ist nix. Ich dachte, hier gab's irgendwas, einen Zettel oder sowas. Okay, dann nicht. Oder gibt's hier noch mehr von den Dingern? Ich könnte hier mal speichern. Das war dann wohl da, das kann sein. Ja, das sieht nach so einer Art Hausmeisterwohnung aus. Leer. Ölkanister immerhin. War das eine Dose hier gerade? Nee. Also Blech kann ich immer brauchen. Ich habe einen unglaublichen Verschleiß an Stahl. Aber da gibt es auch nichts Besonderes. Gut. Wie schaut's aus, wenn wir mit einer Tragekraft ein bisschen was geht noch, aber viel nimmer. Ja, mein Hund kann was tragen, ist klar. Da geht's nicht. Wilde Karottenblume. Das ist ein riesiges Gelände für eine Irrenanstalt, echt wahr? Hallo? Hinter der Löwenstatue Deckung suchen. Und tschüss. Wow. Ja, das Räderleder nehme ich jetzt mit. Weil ich gehe jetzt mal ganz kurz zu entrümpeln und dann komme ich wieder hierher. Und dann machen wir weiter im Text. Dann geht's da rein. Schlüssel erforderlich. Der geht nur mit einem Schlüssel auf. Aha. Okay. Blume, die nehmen wir noch mit. Ja, ich werde aufs Dach müssen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie das war. Kein letzter Fehler. Was? Wer und warum? Wo ist er denn? Ich sehe kein rotes Pünktchen. Achso, bevor ich es vergesse, euch zu erklären. Ich habe zwei neue Skillpunkte gesetzt. Und zwar. Das eine war. Hier. Meisterhändler. Damit können wir nämlich die großen. Handelsstände bauen. Das ging vorher mit nur einem Punkt, kann man nur den kleinen und mittleren bauen. Und jetzt können wir alle Händlerstände bauen. Und das andere, das war Rüstmeister, genau. Damit kann ich dann nämlich die nächste Rüstung bauen, die ich bauen wollte. Jo. Gut. Habe ich 320, das kriege ich vielleicht noch mit dem Portal-Chat hin. Und dann wird mal entrümpelt. Wie sieht's denn mit der Zeit aus? Die muss ich jetzt schätzen, weil ich einen Teil vom Video rausschneide. Ja, das macht's nett fett, ne? Ach komm, verschrotten. Finde ich oft genug das Zeug. Dog Meat. Meats. Komm her. Hey! Wenn er nicht immer davonlaufen würde. Das ist echt nervig, dass man dem immer hinterher watscheln muss. So.
Du nimmst mir jetzt einfach mal die Dinger da ab und schon geht's wieder. Und ja, jetzt entrümpel ich und dann sehen wir uns wieder hier. Bis gleich. So, ich bin hier in Sanctuary, entrümpelt hab ich. Und jetzt bauen wir mal die nächste Rüstung. Sirius Armor heißt ja auch eine Mod. Habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Die bauen wir jetzt mal. Also wir brauchen Stahl, Plastik, Lederstoff und Kleber. Außerdem die dazu passenden Handschuhe. Den Helm nehmen wir jetzt auch mal mit, aber den werde ich wahrscheinlich auch weglassen, weil ich sehe eigentlich gerne das Gesicht meiner Figur. Gut. Und diesen Powerchip, da brauche ich Wissenschaft Rang 4. Und eigentlich kann ich erst dann die Rüstung richtig ausnutzen. Mal schauen, was sie schon kann. Ja, die hat also Schutzwerte, wenn man diesen mit dem Cursor vergleicht. Höhere Schutzwerte, also gegen Elektrizität 150, physischer Schutz 80. Da ist die Cursor-Rüstung besser. Und von der Radioaktivität her sind sie gleich gut. Dann die Handschuhe noch dazu, die geben nochmal zusätzlich Schutz. Und den Helm. Und damit schaue ich jetzt so aus. Ja, und ich finde... Ja, der Helm ist nicht hässlich, aber irgendwie... Ich lauf lieber mit einem Cappy rum und sehe dann... ja. Was wiegt denn jetzt eigentlich die Cursor-Rüstung? 20. Deswegen werde ich die jetzt auch ablegen. Irgendwann werde ich mir mal ein Fach für meine persönliche Ausrüstung herstellen. Die Cursor-Nachtsicht-Dinger da, die lasse ich aber drin. Die sind ja noch weiterhin nützlich. Und die Cursor-Rüstung werde ich sicherlich auch noch verwenden. Einfaches Leben. Und jetzt bin ich eigentlich für Schleichangriffe nicht mal so auffällig zu sehen. Ne? Also mit dem weißen Ding oder so im Schatten verbergen ist nicht sowas. Ich muss mal wieder. Und die kann mit dem Ding hier kann man auch ein bisschen höher springen. Habe. Was mitunter sehr nützlich ist, ne? So. Also mir gefällt das Ding. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Irrenanstalt und versuchen den Eingang zu öffnen. Und wahrscheinlich werden wir die Wackelpuppe erst in der nächsten Folge bekommen. So, ich denke, ich werde jetzt trotzdem den Helm aufsetzen wegen dem Schutz, den er bietet. Wir spielen sowieso jetzt erstmal in der Third Person. Hoppala. So, na dann komm her. Habe ich den vorhin übersehen oder ist er schon wieder respawned? Ist doch erst ein paar Minuten her. Greife den Feind an! Ja, also Karusse hat mit der Rüstung was Ninja-mäßiges. Ich finde, das passt gerade gut zusammen mit dem Schwert. Jawohl, super Sachen. Und jetzt irgendwann werde ich auch mal schauen, ob ich... Ich habe ja hier, das habe ich euch noch gar nicht erklärt, habe ich ein besseres Visier. Durchladen! Bei dem anderen Gewehr kann ich es noch nicht bauen, weil ich da Wissenschaft auf einer höheren Stufe brauche. Fragt mich nicht warum. Bei den anderen Dingern kann ich das schon bauen. Aber bei dem Kampfgewehr halt noch nicht. So. Du bist tot. Wo kommen denn die alle her plötzlich? Also ich muss irgendwie darauf aufs Dach. Kann ich mit der Rüstung da hochspringen? Nee, so hoch geht's dann doch nicht. Ja, schaut schon irgendwie aus wie eine Spezialeinheit, ne? Irgendwie, also es macht schon was her, das Ding. Aber wo komme ich herauf aufs Dach? Da nicht. Irgendwo wird's eine Leiter geben, eine Feuerleiter oder sowas. Na komm her.
Die hat doch jetzt tatsächlich getreten, oder? Da muss ich echt mal nachschauen. Weil der Kampfstil würde mir gefallen. Also mit der anderen Rüstung wäre ich da jetzt dann nicht drauf gekommen. Und jetzt muss ich mal gucken, vielleicht gibt es ja da auch einen Hintereingang. Ich weiß es leider nicht mehr. Ah, da gibt es was zum Sammeln, oder? Infusionsbeutel, Babyrassel. Ja, warum nicht? Katzennapf, Plastik. Plastik immer mitnehmen, weil in Verbindung mit Kuhdung, mit Brahmindung, kann man nämlich Jets draus machen. Ich muss mal gucken. Bisher haben mir die Jets 22 Kronkorken gebracht. Aber jetzt habe ich ja einen Meisterhändler erhöht. Und das heißt, die müssten jetzt eigentlich mehr bringen, weil ich besser handeln kann. Ja. Irgendwie drehe ich mich gerade im Kreis. Was? Hi. Du betrittst ein Privatgrundstück. Ach, verschwinde! Was? Oder sonst? Oder ich muss den Schlüssel abnehmen. Ja, irgendwie ist das gerade buggy hier, oder? Hallo. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Ja, gut, das machen wir uns zunutze. Kann ja ich nichts dafür. Dann und? Bumm. Steampack. Mal ein bisschen Wasser. Also, das habe ich glaube ich auch noch nicht gehabt, dass einer so schief dasteht. Ja. Geht das nochmal? Kein Schlüssel, oder? Beim anderen habe ich jetzt gar nicht so genau hingeschaut, was der im Inventar hatte. Truckkraft. Also die bessere Sprungkraft macht natürlich bessere oder andere Taktiken möglich. Ich mag die Rüstung. Aber ich werde wahrscheinlich sowieso bei dieser Rüstung dann bleiben. Weil, ja, Ninja-Kampfstil und so. Ist genau mein Ding. Ich werde sowieso die meiste Zeit Schleichtaktiken anwenden. Du trägst zu viel und blablub und außerdem und sowieso. Wie viel zu viel ist es denn? 7. Habe ich viel Schrott dabei? Ja, okay, dann kriege ich das vielleicht. Wer und warum? Da sind noch 2. Wo kommen die? Ich verstehe nicht, ich dachte, ich hätte hier alles gründlich sauber gemacht. Ich hoffe, auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Nee, das glaube ich nicht. Also die Nachladegeschwindigkeit von meinem Gewehr dürfte ein bisschen höher sein. Mein Hund kann das ab, der hält es aus. So, Folge dürfte ungefähr jetzt voll sein, genau kann ich es nicht sagen, weil ich einen Teil von dem Video wieder rausschneide. Aber ich denke, den Kampf machen wir noch. Und dann muss ich sowieso wieder entrümpeln. Aber ich habe fette Beute gemacht, ich habe lauter Kampfrüstungsstat. Und zwischendurch immer mal gucken, ob ich einen Schlüssel gefunden habe oder so. Aber ich nehme an, ich muss mich da irgendwo einhacken.
Mein Hacker-Skill muss ich auch verbessern. Wo ist jetzt mein Hund? Greife den Feind an! Oh, schauen wir mal, ob ich jetzt durch die Tür rein kann. Söldner, irgendwie gehen hier gerade seltsame Dinge vor sich. Der Söldner ist irgendwo hier. Komm schon, Arschloch! Da brauche ich den Schlüssel. Treffe ich den? Ja, ich treffe den tatsächlich. Also mit dem Bajonett, ne? Erledigt sie! Vielleicht geht's mit dem Schwert besser. Ja, geht. Oh, merkwürdig. Hier liegt aber jetzt auch nichts. Gut, also ich denke, der Kampf ist beendet. Ich mache hier einen Schnitt. Entrümpel wieder und dann komme ich wieder her und hoffe, dass die nicht bis zum St. Nimmerleinstag respawnen. Das wäre nämlich auf Dauer ein bisschen lästig. Ich möchte endlich mal da rein. So, das lang. Hier mache ich einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mal gucken, ob ich das, ob ich dem Gewehr hier einen schnelleren Verschluss machen kann. Das lädt mir ein bisschen zu langsam nach. Also bis zum nächsten Mal.